Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit Schreitantchen und Jule. Ja. Willkommen zurück, hallo. Na? Na? Wollen wir heute eine Runde bohren? Ja, mal so, wieder. Zur Abwechslung mal wieder eine Runde bohren, ja. Ja, ist halt so. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Schwierig. Also eine ganze Stadt an einem Tag zu erbauen? Ja, hat auch ein bisschen länger gedauert. Das ist zu tief, was wir hier außen bohren. Ne? Das können wir uns sparen. Eine Steinreihe können wir uns sparen. Die Deckenhöhe bleibt ja hier. Weißt du? Okay. Aber ist jetzt egal. Also ist jetzt nicht dramatisch. Ich sag's nur. Okay. Können wir uns ein bisschen Zeit ersparen. So. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch im Inventar? Ja, ein paar Stacks Steine, ich gehe noch rein. Ja, aber jetzt. Die Kiste oben ist halt auch schon extrem voll, ne? Ja, stellen wir halt noch eine dahin, das nützt ja nichts. Ist halt so. So. Okay. Na, ich setz mal hier so zwei Blöcke drunter. Das wieder aufgefüllt hier. Nicht, dass uns das einmal hier unter den Füßen wegbricht. Das wäre blöd. Ja, das wäre echt doof. Ach so, warte mal. Halt, stopp. Jetzt hast du da schon einen Fehler gemacht. Ach, scheiße. Scheißendreck. Wenn ich doch da eine Klingenfalle setzen will, dann. Ah, Mist, ey. Nee, im Prinzip ist es egal. Ich habe eben Quatsch gelabert. Wir müssen doch so breit bohren. Also vielleicht nicht ganz breit, einen Block weniger oder so, aber das ist dann auch egal. Aber hier müssen ja die Klingenfallen noch rein. Sonst funktioniert das ja nicht. Stimmt. Wir wollten ja mehrere hintereinander bauen. Ja, also der Block kann noch weg und der eine da vorne davor dann auch noch. Der hier? Mhm, genau. So, und dann da drunter die Blöcke noch gerade. So, und muss der dann auch noch weg? Ne, der muss dann nicht mehr weg. So, dann können wir das auch direkt zusammentackern. Aber hier bleibe ich jetzt bei der Höhe. Ja, es sei denn, wir machen noch eine Klingenfalle dahinter. Eine dritte. Okay. Das ist halt die Frage, ne? Ja. Ich gehe mal noch zwei Klingenfallen schon mal holen, dass wir die direkt setzen. Waren hier noch Stahlbarren im Hobbykeller? Ja. Ah ja, gut. Nehme ich mir die mal gerade. Denn sonst kann ich die Klingenfallen hier nicht aufheben. Weil man die vorher reparieren muss mit einem einzigen Stahlbarren. Total doof. Ja, ich hab ja vorproduziert. Kannst ruhig machen. Oh, Hundis. Schon wieder? Jetzt kommen Hundis. Ja, ich höre sie knurren. Es war nur einer. Und der wurde weggeschossen. Okay. Weggesniped wurde der praktisch. Jetzt kommt das Schreitantchen. Wurzelt die auch noch hier runter? Ja.
Sehr geil. So. Okay. Das hier ist echt ein Wahnsinnsrumgebohre, ne? Ja, so ein großes Projekt. Ja. Naja gut, aber da hat man wenigstens was zu tun, ne? Ja. Apropos was zu tun. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich meinen zweiten YouTube-Kanal jetzt wiederbeleben werde? Nö, noch nicht. Siehst du, jetzt weißt du es. Da habe ich nämlich angefangen, Planet Crafter aufzunehmen für den zweiten YouTube-Channel. Okay. Ja. Hab das mir gedacht, war der auch mit so mit Minecraft gefüllte, ne? Wo du deine genau. eigene Mod erfunden hast. Nee, wie heißt das? Ja, ich hatte mal mein eigenes Mod-Package gemacht, aber... Mod-Package, ja. Stimmt. Aber das verfolge ich nicht weiter. Das ist zu viel Arbeit, das aktuell zu halten. Das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Hm. War mal ganz nett, sowas zu machen, aber... also so eine Mod-Collection halt mal zusammenzustellen. Aber das längere Zeit am Laufen zu halten, das ist einfach zeitlich nicht möglich. Oh. Da haben wir versehentlich Stahl drauf getackert. Naja. Ja, deswegen packe ich die mal raus. Ja. Das macht Sinn. Also, wenn ich dann ja sowieso was auf Stahl aufwerte, ja. Hier ist gerade ein Stein. Ach, du bist oben am Bohren, okay. Ich dachte gerade, hier bricht was ein. Nee, mach so ein bisschen was von der Decke weg, wo ich rankomme. Da bin ich zu klein für. So. Hey, Level up. GG. So. Horde. Grüne Horde. Schlägt auf die Türen ein. Recht das, viele. Das ist doch schön. Na toll. Ich komme hier oben an, schon nichts mehr los, ey. Entschuldigung. Geh ich wieder runter. Puh. Aber ich habe noch Kampfmusik, also es kommen bestimmt noch ein paar. Ich nicht. Ich habe noch Kampfmusik. Ja, dann sind's deine. Na toll. Hey, jetzt hat's aufgehört. Siehste? Dein Junk Turret ist leer. Okay. Ich komm hoch. Ich lade ihn nach. Hä? Nee, der war aus. Da kannst du trotzdem mal reingucken. Sorry. Hab's gerade verwechselt. Ja, waren aber nur noch 15 Schuss drin. Siehste, na mal gut. So. Ja, nee, also ich hatte mir gedacht so, warum denn nicht einfach den zweiten YouTube-Kanal wiederbeleben? So ein bisschen. Und, ja, ich finde das gut. Und da eine ganz gemütlich eine Runde Planet Crafter spielen. Ich will sowieso, ich will hier auf dem Kanal eigentlich nur zwei Let's Plays machen. Und alles, was dann drüber geht, sozusagen, wo ich Zeit für habe, was ich machen kann, das mache ich auf dem zweiten Kanal. Dass ich hier nicht drei Spiele auf demselben Channel jeden Tag veröffentliche, das ist mir eigentlich eins zu viel. Und dann kann ich ja ganz entspannt ein drittes Let's Play auf dem anderen Channel machen, weißt du? Hm. Aber was würde, also, was ist das für ein Unterschied, wenn du es auf dem anderen Kanal? Es sind einfach zu viele Videos, die man auf einem Kanal oder wie? Ja, ja, die man auf, die man hintereinander pro Tag dann veröffentlicht. Okay. Ja, ist halt YouTube-Algorithmus, ne? Ein bisschen. Weil du kickst dir ja selber dein aktuellstes Video raus, sozusagen. Wenn du ein neues Video hast, dann, und du hast dann direkt nochmal ein neues, dann ist das, was du vorher hattest, ist ja dann nicht mehr das Aktuelle, sozusagen. Aber wenn der Kanal so klein ist und nicht bekannt ist, wird das gar nicht richtig gefunden. Es sei denn, du machst, ja...
Nein, ich rede von dem Hauptkanal. Ja, ist schon klar. Aber du machst ja auf dem Nebenkanal, machst du ja quasi auch Videos jetzt, also Ja. andere Let's Plays. Aber den Aber. muss ja auch jeder kennen und, weißt du? Ja, da sind ja nicht viele Abonnenten. Ich weiß nicht, wie viele Abos der Kanal hat. Ich habe das echt gar nicht im Kopf. Das ist ja, ich will den ja nur so langsam so nebenher hochziehen, weißt du? Okay. Oh, ich habe keinen Beton mehr. So. Ich hätte noch ein bisschen was. Ich gehe mal, dass die Waffe anders. Ja, mach mal. Okay. Ist kaputt. Ich weiß nicht, wie viel Beton war denn eigentlich noch oben? Ist noch was da oben? Ich habe ein bisschen was angefangen, aber ich muss eh noch mal hochgehen. Ich habe auch kein Ja. Benzin mehr. Ach so, Benzin hätte ich hier geben können. Naja, egal. Ja. Nicht schlimm. Ich gehe mal gucken. Ja, guck mal. Oh, die Schmiede ist aus. Ja, Kohle reinstopfen. Die brennt länger. Aber wir müssen eh mal Holz holen. Wir kommen langsam nicht mehr weit. Ich habe Okay. keins mehr. Okay. So. Na, ich weiß nicht, machen wir 6 Klingenfallen oder machen wir nur 4 könnten eigentlich auch reichen. Auf jeden Fall kann auf jeden Fall schön weit schießen, ne? Verkehrt ist das nicht. Ja, wollen wir denn mal gerade Holz besorgen gehen, oder was? Sollen wir mal gerade ein bisschen was anderes Ja, warte machen? mal, ich Oder was? muss nebenbei ja auch ein bisschen die Schmieden befüllen. Ich bin gleich, ja, mach mal. Bin Ja, dann dabei. bohre ich halt weiter. Kannst auch weiter bohren. 45, 45. So, dann würden. Nein, das nicht. Wir würden dann hier wieder eine Stütze reinbauen, ne? Quatsch. So. Okay. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, Planet Crafter mal wieder zu spielen. Ne? Ich habe das damals zum Release gespielt. Da hatte ich da 50 Folgen oder so gemacht zu dem Spiel. War das das mit den Geschenken? Nein. Nein. Das war was? Was war das für ein Spiel? Wurde vom Geschlenk. Du bist auch so ein Geschlenk. Geschlenk. Wurde vom Geschenk erschlagen wurde. Das fand ich so cool. Bong. Das war Satisfactory. Ja. Und das habe ich irgendwie in der Weihnachtszeit gespielt und die hatten da so ein Event am Laufen, da sind überall Geschenke vom Himmel gefallen. Ja. Irgendwie sowas war das. Naja. Genau. Das war so cool. Wurde dem Typi, was war das so, so eine Art Maulwurfskatze? Keine Ahnung, was das war. Hast du dem doch mit dem Elektrostab von den Hintern gepiekst, fies nach oben geflogen? Ja. Genau. Das war cool. So. Ja, wir haben ja auch noch die Geschütztürme, ne? Die kann man ja auch noch hier hinstellen. Dass man dann hier so daneben steht. Ja, die haben wir auch noch da. Ja, das passt schon. Dann kann man schön alles nachladen. Das ist schon nicht verkehrt. So, okay. Ich komme mal wieder zu dir runter. Ich habe ein bisschen was geholt, außer Holz. Aber Ja. Beton. Alles gut. Und Benzin. Sehr gut. Tipptopp, Ups. all den Top. Ah.
Was? Nein, ja, der Spruch ist auch doof, aber ich habe jetzt, ich muss mal den Stahl raustun. So. Okay. Kannst du mir gerade ein bisschen Beton rausschmeißen? Jo, das reicht für den Anfang. Das reicht für den Anfang. Okay, jetzt ist das Holz alle. Ich habe nur noch 200 Holz. Ich habe ein Holz. Ja, dann lass Holz holen gehen. Willst du auch Benzin haben? Benzin habe ich noch 8000. Ah, okay. Ja, du hast mir da eben mit 10.000 das Deck vor die Füße geschmissen. Ach so. Ja, ist gut. Na dann lass mal eine Runde Holz besorgen. Ja. Haben wir oben eine neue Kiste für Stein? Ja, wir haben immer noch die Kiste für Stein. Ja, die ist jetzt wahrscheinlich voll, ne? Nö, ich brenne ja ein wie so ein Weltmeister. Kannst du mir auch mal ein 6er-Stack nochmal rausgeben, ein 6000er? So, jetzt ist die Kiste voll. Ja, das war mir klar. Da hast du zwei Stacks. Ja. So, Zement und Beton. Ich habe hier noch Pflastersteine, irgendwie 93 Milliarden 1000 Stück. Wie sieht's denn mit Sand aus eigentlich? Habe ich vorproduziert. Ach, herrje. Ja, ich habe alles versucht, schon so weit vorzuproduzieren, wenn ich konnte. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Also so soll es ja sein. Ich habe hier noch ein bisschen Blei in der Tasche, das schmeiß ich mal da rein. Was war das für ein komischer Schrei gerade? Die ist einfach gestorben. So, im Schrein. Irgendwie. Hm. Hä? Schweinerei. Was war das denn? Einfach umgekippt. Oh, ich trinke mal Mineralwasser. Hm. Hau rein. Was haben wir denn hier noch zu futtern? Oh. Sie hat, glaube ich, geschrien. Und nein, sie ist nicht tot. Ja, dann ist sie halt nicht tot. Kann es sein, dass oben der Geschützturm leer ist? Kann sein, ja. Oder ist der nicht an? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch weg. Kein Plan. An ist er. Ah, der hat keine Munition. Ja, ist ein bisschen Action vor der Tür. Ja, ist doch gut. Ich geh mal nachladen. Okay, geht los. Richtig was los hier gerade, hä? Ja, Dungeon ist voll aktiv. Der Geschützturm oben ist auch nachgeladen komplett. Ja. Er sollte uns dann wieder Dienste leisten hier. Ja. Da kommt das nächste Schreitanchen angeladen. Ja, ich sehe sie schon. Jo. Ja, endlich was zu tun. Endlich passiert mal was, ey. Ja, wenn du die anderen... Ich hole mal Munition. Wenn du die nicht anhittest, kriege ich kein EP. Morgen, ey, so ein Krach, Junge, Junge, Junge. Mann, oh Mann, oh Mann. Na toll. Bist du jetzt reingepurzelt? Ja, ich hab ihn weggeschossen.
Der andere ist die Leiter hochgelatscht. Weil der schlägt da unten auf den Block ein oder so. Das war sein Bein. Ja. Ich hab noch Kampfmusik. Ich nicht. Jetzt hört's auf. Hä, bei mir hört die Musik. Ach, da hinten, da ganz da hinten rennt eine Schreitante rum. Und hier bei deinem Garten steht ein Feralwolf. Wow. Stand. Nice. So. Den Feralwolf loot ich jetzt nicht, habe keine Lust drauf. Ja, ist okay. Ja, dann bring eine Kettensäge mit, wa? Jupp. Kettensäge. Düm, 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 düm. Hä? Hm? Achso. Ja, ich dachte, du steigst ein, aber du warst da nicht eingestiegen. Ging nicht. Links, links. Ich habe links alles gepflanzt. Und jetzt geradeaus. Nee, bisschen rechts. Da. Ach, das ist der Wald, das habe ich alles gepflanzt. Ach so. Na ja, gut. Da hast du, bist du letztens durchgefahren in einer Folge, wo du ganz alleine gespielt hast. Hier. Willst du die Kettensäge haben? Ja, mach du mal ruhig. Aber du baust doch mehr ab. Ich habe doch das nicht geskillt. Hier. Bitteschön. Na gut. Nimm das Ding. Ich nehme die Kettensäge. Ich es jetzt. Ich nehme ja schon die Kettensäge. Oh. Mensch. Dann holen wir uns mal schnell ein bisschen Holz hier. Ja. Bei Sons of the Forest gibt es ja auch eine Kettensäge. Mhm. Geht dann ruckzuck. Mit den Mutanten. Nö, mit den Bäumen. Aber die Mutanten zu sägen oder nicht? Hab ich nicht ausprobiert. Ja, das wäre das erste, was ich ausprobiert hätte. Ja, ist mir klar. Gemetzelt. Ey, komm, die wollen mich essen und keine Ahnung was, ja, von der Decke hängen lassen, da werden die natürlich zu weg. Ja, apropos Essen, ich hätte jetzt wirklich schon ein bisschen Hunger. Mhm, ja, dann mach die Folge aus und wir machen uns was zu essen. Nein, wir machen die Folge jetzt ganz gemütlich fertig und dann machen wir uns was zu essen. Ach so. Machen wir uns ein bisschen zerbombtes Huhn und dann ist gut. Du kannst das gern essen, ja. Ja, mach ich auch. Ja, gut. Weg ist der Wald. Jones und die Kettensäge, sag ich nur. Ja. Gott, geht hier ruckzuck, da wird nicht lang gefackelt. Ja. Bäume purzeln, der Kopf über in die Schlucht, ey. Weg sind sie. Hört gar nicht mehr auf, die Kettensäge. Vor allen Dingen verbraucht die kaum Benzin. Ne? Ich habe die noch nicht einmal nachgetankt. Ja, du hast das jetzt hoch geskillt, deswegen machst du so unheimlich viel Blockschaden und bist schnell fertig. Bei mir dauert das richtig lange. So ist der Kettensägenmörder hier. Ja. Tot allen Bäumen. Genau. So, den hier auch noch mit.
So, das sind jetzt... Schmeiß mal die Samen raus. Das sind jetzt 12, fast 15.000 Holz. Oh, schön. Ja. Wunderbar. Was denn? Ich fahre dir hinterher. So. Ich halte eine Gießkanne aus dem Auto raus. Ich gieße ja, die schon mal an, die Bäumchen. So siehst du schon aus, mit einer Gießkanne hinterherlaufen. Nein? Nee. Hm. Oder hinterherfahren in dem Fall. Irgendwo ist da noch ein Airdrops runtergekommen. Ich fahre den, mal schnell holen. Wo liegt der denn? Der muss doch... Ach, da vorne. Die 500 Meter fahre ich mal schnell darüber und gehe ich den Airdrop holen. Ja. Ach, hier ist das Journey's End House. Interessant. Nehmen wir den... Sperrmüll, den sie mal rausschmeißen oder den irgendwelchen Rotz. Ja. Also die Abfallentsorgung der Zivilisation ist hier bei uns in der Apokalypse. Mhm. So. Schauen wir doch mal hier. Was in dem Drops Leckeres drin ist. Eisenbarren und 2 Rezepte. Okay. Ist ja nicht verkehrt. 100 Eisenbarren nehme ich. Eisenbarren sind gut. So. Huch. Oh, cool. Da lag gerade ein Eisenklumpen. Ich bin da versehentlich drüber gefahren. Dann hat mein Auto einen Handstand gemacht. Ja, das habe ich auch schon mal hingekriegt. Wie mit dem Gesicht gebremst. Ja. Ah. Also es war kein Handstand, ich habe mich so auf die Hinterbeine habe ich mich gestellt. So rum, genau. Achso, ne, ich habe einmal wirklich mit dem Kopf so in den Boden gestanden. Mit dem Fahrzeug, das sah ein bisschen komisch aus. Ja, das glaube ich. Du bist denn hingerannt? Na, ich bin immer noch bei den Bäumen, du bist da. Ja, ich suche dich gerade. Ja, du hast einen Tarnanzug an, ich sehe dich nicht. Du Tarnanzug, du. Huch. So. Sehr gut. Hui. Tausche Kettensäge gegen Bohrer. Ja. Das ist schon toll. Mhm, find's total. Nicht? Ich finde das ja, gut. Ja, nee, ist fantastisch. Ich finde das gut. Macht doch Spaß, hier zu bauen. Ich habe doch gar nichts Gegenteiliges behauptet. Nein. Weil das wie Vorwurf klang. Ach so. Wie ein Vorwurf. Okay. Ja. Mhm. Ja. Jetzt bin ich jetzt wieder schuld. Ja, wer sonst? Ist ja kein anderer da. Ja, genau das ist das Problem. So, bauen wir mal hier noch die Decke rein. Stahl müsste man dann auch noch jede Menge anschmeißen, ne? Mhm. Den dann auch mal irgendwann hier innen drin noch draufklatschen.
So. Okay. Wollen wir denn hier jetzt noch eine Klingenfalle dabei machen oder sollen wir sagen, vier reichen uns? Wenn du noch Elektrozäune dazu machst, würde ich sagen, es reicht. Ich würde dann versuchen, das umzusetzen noch. Okay. Dann belassen wir es bei vier Klingenfallen. Und dann überlege ich mir jetzt mal, wie wir hier den Elektrozaun reinbringen. Bist du gerade oben? Yes. Steck dir doch mal bitte die Kabelzange in die Tasche. Natürlich. Ich werde nur mal schnell den Krams hier los. Ja, das eilt nicht. Also nur, dass du sie in der Tasche hast, dann wenn ich sie irgendwie gleich mal brauche oder so, dann haben wir sie hier. So. Okay, dann machen wir mal gerade hier das so. Nehmen wir den mal noch weg hier. Und was brauche ich noch? Stein. Da kommt Schreithandchen wieder mal. Sand. So. Okay, dann machen wir hier das so. Ich gehe mal hochgucken. Die steht wahrscheinlich da im Käfig und kommt nicht raus. Die blöde Möglich. Kuh. Ah, die ist tot. Dein Junk Turret macht das schon. Ja, der macht das schon. Der muss ja nur aktiv werden. Ja, genau. Weil sonst macht der auch nichts. Da sagt der, nö, nö, nö. Nö. Das ist mir jetzt hier... Da habe ich keine Lust drauf, sagt er dann. So, oh, ich habe das noch. Hä? Ich habe einfach vergessen, was einzupflanzen. No. Wo sind denn hier unsere Bäume? Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 370, 380 Bäume können wir pflanzen. Also ich glaube, Holzprobleme sollten wir eigentlich nicht bekommen. Nö, Holzprobleme haben wir bestimmt keine. So. So, okay. Das wäre das. Dann würde ich sagen, wir machen hier den einen da drunter noch mit weg. Okay, die Tür hat ein bisschen was abbekommen hier. Ja. Packe einfach einen Stahlbarren drauf und dann ist gut. Ach, es wird nicht nur einer sein. Ach, Horde. Schön. Hier einen Block mehr, okay. Dachte gerade so irgendwie, ich habe doch hier gerade 5 Blöcke gesetzt. So. Tackern wir das auch alles zusammen. Nächste bitte. So, Fußboden rein. Das war der letzte Rahmen. Dann machen wir nochmal 200. Ich habe ja noch gerade ein bisschen Holz da. Gott sei Dank. Ja. Oh. Mist.
Die hat einen Sack ausgepupst, aber die hat ihn genau oben auf der Kante stehen lassen. Ja, dann musst du den jetzt holen gehen oben. Da kann ich dir leider nicht bei helfen. Mist. Tja. So eine Schweinerei, ne? Ja, aber sowas von. Ja, so sind sie, die Zombies. Machen einem nur das Leben schwer. Ja, vor allem muss ich die ganze Zeit jetzt rausrennen. Bis hoch. Voll den langen Weg. Ja, bau doch eine Treppe da hin. Da ist nichts Cooles drin. Zweimal Rezept für Blaubeerkuchen. Dose Nudeln, zweimal Blutbeutel und knapp 70 Schuss 762. Okay, das war ein Durchschnitt. Ja, Munition ist immer gut, ne? Ja. Dann habe ich die auch gerade verballert. So. Okay. Achso, das muss da rein. Warte mal. 1, 2, 3. Also da wieder eine Stütze, ja. 1, 2, 3. Stütze. Wird eigentlich nur das Türmchen nachladen. So. Und dann... müssen wir natürlich hier jetzt auf einen Block kommen. Weil wir müssen das ja jetzt noch verschmälern hier. Was denn? Achso, ich bin nur nach unten gerutscht, weil ich so dachte, hä, weggerutscht? Ja, ich habe den Block gerade weggebohrt, wo du drauf gestanden hast oder so. Ich weiß es gerade nicht. So. Hä? Hab ich die ganzen Pflastersteine rausgenommen? Ah, ich bin doof. Warte mal. Ich glaube, ich habe noch welche. Ja, hier, nimm mal. Nimm die mal. Hoch? Ich hab nicht mehr so viele. Ich kann auch hochgehen, welche holen. Ja, können wir gleich machen. Wir sind sowieso durch mit der Folge. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich würde ganz gerne jetzt hier, warte mal. Ich würde sagen, wir machen das hier. Dass wir hier da dann einen Gang haben. Ne? Ja. Und dann setzen wir da so mindestens zwei Stahltüren hintereinander. Ja. Können wir auf jeden Fall schon mal anschmeißen. Die brauchen auch eine ganze Weile. Ich will mal gerade was gucken hier. Warte mal, wenn wir hier... Bohren wir nur ganz kurz noch hier. Das mache ich noch gerade jetzt hier in der Folge. Ich bohre mal hier gerade weg. Wenn wir hier stehen, ne? Oh, ich komme hier nicht hoch. Moppi. Wenn wir hier stehen. Tresortür. Ich glaube, es macht mehr Sinn, das sogar schon hier zu machen. Wenn man da die Tür hätte und man hier steht, kann man noch auf die Tür schießen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, wir machen das so. Da machen wir die erste Tür hin. So, wie es jetzt gebaut ist. Okay. Gut. Na dann. Cool. Wird doch langsam hier. The Cage. Zum nächsten Mal. Das wird The Cage, das hier. Oh Gott. Doch. The Nicolas Cage wird das. Oh, aua. Ich bin mal raus und muss mal ganz kurz irgendwie mein Hirn freikriegen. Ja, doch. Ich finde das gut hier. Die Nicolas Cage Trap. Oh, das tut ja weh. Ich glaube, ich hänge nur ein Schild hier auf. Nikolaus drüber.
Dankeschön fürs Zuschauen. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.